probieren jetzt live Ramune aus Japan. Dasselbe, aber als Mentos. Okay, Chat, und zu guter Letzt KitKat Cookies and Cream. Und japanisches Nougat. Ja, nee, ich weiß. Sag nur. Oh, was ist für ein Oreo? Oreo Bar. Pokémon Oreo! Pokémon Oreo! Geil. Was gibt's noch? Was bist denn du? Weißt du, was Mentos Ramune ist? Hm? Weißt du, was Ramune ist? Ja, das ist eine japanische Limo. Boah, denkst du, ist geil? Die bekannteste japanische Limo. Hast du bestimmt schon mal gesehen mit so einem Glas? Ja. Bobbel, wo du drückst. Mhm. Denkst du, die ist cool? Ich denke, die ist sehr cool. Ich glaube, ich hole mir so ein Ding. Was gibt's denn hier noch Cooles? Ich liebe die. Ja, scheiße. Wollen wir die gleich probieren? Ich glaube, es könnte cool sein. Pokémon-Karten. Ja. Oh, wollen wir es probieren? Ich glaube, gleich wird sich Ramune sich geholt. Willst du KitKat haben? Das ist voll die Mogelpackung, ne? Haben wir festgestellt, ne? Oh mein Gott, es gibt Wasabi-KitKat hier. Ja. Weißt du, das ist schlimm. KitKat-Cookies? Ja, hier ist echt eine Mogelpackung, ne? Ich hole mir jetzt ein paar Sachen hier. So ein Wurst Ramune? Ist das Ramune? Frage mal kurz. Sorry. Ist das Ramune? Ja, ist Ramune. Okay. Ah, ist das Original Ramune? Ist das Original? Ja, für Mutter. Fabian hat keinen Bock. Oh, jetzt. Can I have one? Ja. Okay. Can I have a card? Okay, wait. Yes. Okay, Chat, wir haben jetzt Ramune Mentos. KitKat Cookies and Cream und normales Ramune Ramu Bottle gekauft. Gleich gibt es keinen Geschmackstest, Leute. What is your name of the store? Manga Café. What? Manga Café. Okay, Manga thank Café. You. Geil. Ich habe KitKat Cookies and Cream gekauft. Aber 13 Euro, ich meine, mir war klar, dass es nicht billig wird, aber ich glaube, ich habe ein bisschen mehr sogar erwartet, also vom Preis her. Okay, Chat, wir probieren jetzt live Ramune aus Japan, richtig? Ja, korrekt. Das Ding sieht ein bisschen aus wie so eine Sodastream-Gaskartusche. Okay, let's go. Oha. Boah, riecht das mild, aber geil. Okay, let's fucking go. Boah, ist das geil. Ist das geil! Es ist so mild. Ich würde sagen, es hat ein bisschen so ein Flair von so Uno Duck, aber in Light. Ja, stimmt, es kommt nah ran. Ja. Schon sehr künstlicher Geschmack, aber geil. Ja, ja, doch, ein bisschen so Uno Duck mit Powerade. Aber in Light. Geil! Es kommt direkt in meinen Rucksack rein, Alter. Dann haben wir nochmal dasselbe. Aber als Mentos. Du willst auch eins, ne? Ja, sehr gerne. So, eins für dich. Dankeschön. Kannst auch in die Kamera. Hast du ja den Geschmack. Kannst auch in die Kamera, wenn du willst. Aua. Du hast das Ding aufgemacht, wie auch das immer. Das war schon offen. Achso. Cheers. Cheers. Bisschen so Kaugummi-mäßig. Wollte ich sagen. Es kommt eigentlich vom Geschmack her eher an diesen ganz kleinen 10 Cent Kaugummi, wo so ein Tattoo ja. Oder sowas dabei ist. Oh mein Gott, ja! Aber schmeckt nicht wie die Limo, finde ich. Ja, aber ich finde trotzdem, es ist ein sehr geiler Geschmack. Das ist eine geile Kombi. Bisschen minzig auch, oder? Mhm. Ja, übel geil. Von einer Ramune trinken? Mhm. Okay, Chat, und zu guter Letzt, KitKat Cookies and Cream. Auch wenn es ein bisschen echt eine Mogelpackung ist, weil... Das ist mein KitKat. Aber naja, ist sogar noch haltbar, noch für ein halbes Jahr. Es kommt ja auch wirklich aus Japan hier nach Deutschland, Alter. Ich muss sagen, als wir in Japan waren, wir haben alle möglichen Varianten durchgeführt. Auch Wasabi-KitKat.
Wasabi haben wir nicht probiert. Ich glaube, wir haben. Oh, hier gibt's Wasabi KitKat. Ich hab das ist scheiße. Himbeere. Oh, süß. Himbeere Matcha haben wir probiert. Himbeere Matcha? Oh, ich weiß nicht, was das ist. Eist Matcha Latte? Nur Matcha ist das. Alles, das sieht aber echt knuffig aus. Ah, hier ist der KitKat. Das habe ich hier jetzt erwartet gerade. Wir müssen zusammen probieren. Oh, Entschuldigung. Stößchen. Hä? Das schmeckt voll nach so einem Cookies and Cream Eis, wie es aufgebildet ist. Du hast schon diesen Eisgeschmack mit drin, ne? Ja, aber übel. Nee, kann man machen. Mhm. Ich hab ein bisschen was von diesen Waters oder wie die heißen. Kennst du diese Waffeln? Ja, Mann. Hast du den Rest gelassen? Irgendwo verteilt. Die sind gerade verteilt. Ja. Erwischt. Hat ein bisschen so Joghurtgeschmack, oder? Ja. Bisschen joghurtmäßig, oder? Aber ich find's geil. Wie so diese Zitronen-Waters Blätterteig-Dinger oder Waffeln. Die haben so einen zitronigen Geschmack und ohne. Ja, bis dann. Jojo. Das ist übel cool. Also, geilen Scheiß, den es da gibt. Geilen Scheiß. Boah, in den Niederlanden gab es saure Apfel-Mentos-Kaugummis. Junge, waren die geil. Wie, Mentos? So saure Apfel-Mentos-Kaugummis. Okay, krass. Also Kaugummis von Mentos, saure Apfel, die waren übel lecker und richtig sauer. Das ist ja crazy. Boah, ich muss so echt nochmal probieren. Das ist wirklich lecker. Auch wenn es ein bisschen sass aussieht, Chat. So ein Schlumpfpenis. Wenn du sowas siehst, was Grünes und da ist ein Vanilleeis drauf, als glaube ich Gambo oder sowas, dann auf jeden Fall auch mal. Sehr, sehr geil. Vielleicht haben die es ja da auch irgendwo. Ist ja was für morgen vielleicht. Oh, das ist so lecker! Wieso haben wir sowas nicht in Deutschland? Das ist übel geil. Also, Chat, ich muss sagen, definitiv eine leckere Ausbeute.